Alter, was geht ab, Leute? Hunger mit noch einem Video zu Quest. Ich habe jetzt ein paar verschiedene. Ich weiß nicht, wie in welcher Reihenfolge ich die alle hochlade. Also checkt alle ab. Ich habe ein Video zu Quest allgemein, ein paar nähere Infos, Tipps und Tricks, wie die das genau meinen und wie man die genau erfüllen muss. Dann habe ich was zu Mew und den Spezialforschungen, den Spezialquests. Und jetzt habe ich noch eine Liste von allen Quests an sich. Die schauen wir uns mal genauer an. So, es gibt erstmal welche, die Arena-Kämpfe beinhalten. Bekämpfe eine Arena 5 Mal, dann kriegst du 1000 Sternstaub, 5 Tränke, 2 Beleber, 10 Ananas, 10 Bananen. Und dann kannst du entweder noch Hollow oder Bisasam begegnen. Bekämpfe einmal eine Arena, 5 Bären, also 5 Nanabären und Mankey, Hunduster, Quapsel oder Glumanda begegnen. Habe ich gestern gemacht. Video seht ihr unten in der Beschreibung. Und da bin ich Mankey begegnet. Mach ein Raid oder ein Raid-Kampf. Genau ist dazu, wie gesagt, in dem einen Video, wo ich genau auf die Quest eingehe, weil ein Raid-Kampf heißt nicht, dass du den Raid gewinnen musst. Das heißt zum Beispiel, wenn die Quest ist, mach 3 Raid-Kämpfe, kannst du in den Raid rein, die Zeit auslaufen lassen und dann hast du das, dann zählt das als 1 und das kannst du immer wieder machen, mit einem Raid-Pass sozusagen und dann da eine Quest mit zum Beispiel 3 Raid-Kämpfen oder so erfüllen. Zum Beispiel bei Mew, da gibt es eine Aufgabe, die lautet, bestreite 10 Raid-Kämpfe. Und theoretisch kannst du das mit einem Raid-Pass machen und einem Raid-Boss. Dafür kriegst du halt 5 Tränke. Dann musst du einen super effektiven Charge-Move einsetzen. Während eines Arena-Kampfes, dann kriegst du 2000 Sternstaub, 6 Beleber, 1 Max-Beleber, 1 Sonderbonbon. Das ist interessant, weil ich brauche so viele Sonderbonbons, wie es geht. Und du begegnest einem Electek. Und auch da Zusatzinformationen. Am besten schaut ihr euch das andere Video an mit den Zusatzinformationen. Aber du musst den super effective Charge Move einsetzen und dann den Arena Boss besiegen. Es reicht nicht einfach nur, dass du die Attacke nutzt und dann zum Beispiel fließt oder so. Oh, und das musst du 7 Mal machen. Okay, wenn du es nur einmal machst, dann gibt es einfach nur 4 Beleber. Gewinne 3 Arena Kämpfe, dann begegnest du Rosana, 3 Hypertränke, 1 Max-Beleber und 1 Sonderbonbon. Saftig. Gewinne einen Arena-Kampf und du kriegst 5 Tränke, 4 Beleber und dann einen von den Gen 1 Startern. Gewinne einen Level 3 oder höher Raid, 1 Sonderbonbon. Das ist interessant, die will ich jeden Tag haben. Jeden Tag zweimal sogar. Dann die einfache Version, gewinne einfach nur einen Raid, 10 Nanabären und 3 Supertränke. Dann die Feldforschungsaufgaben, die Fangen beinhalten. Und zwar benutzt 5 Bären, um ein Pokémon zu fangen. Dann kriegst du 6 Bären zurück. Okay. Fang 10 Pokémon, 500 Sternstaub, Voltoball oder Carpador begegnest du dann. Carpador sehr interessant, weil für Mew gibt es später eine Aufgabe, da musst du einen Carpador entwickeln. Und manche haben nicht genug Bonbons, also die Aufgabe schon mal ein guter Schritt für die. Fang Ditto, 3 Sonderbonbons und 2 goldene. Das ist krass, weil Ditto ist gar nicht so selten. Und dafür gibt es krasse Belohnungen. Dann hier zum Beispiel die besonderen Begegnungen. Fang 3 Taubsi oder Klamurks, dann kriegst du einen Rettern. Habe ich gestern gemacht. Oder hier, warte, irgendwas noch. Ja, weiter unten. 3 Käfer und dann kriegst du einen Pinsir. Also kriegst es nicht, du begegnest ihm. Was mich sehr, sehr interessiert. Hier, 3 Mikapla oder Knofenser. Und dann begegnest du Tangela. Das würde ich so gern jeden Tag machen. Weil ich brauche noch 100er Tangela. Also die Quest werde ich auf jeden Fall jagen. Gibt es noch ein paar andere Quests, die mich interessieren? Fang 3 Unlicht, dann kommt Hunduster, 3 Elektro, Pikachu, 3 Flug, Dodu. So, hier, das ist auch interessant. 3 Feuer, Ponita und Makago. Ich brauche noch einen Ponita 100. Und Makago, glaube ich auch. 5 Feuer und du kriegst Flamaga. Oder es kommt Flamaga. Drache. Drache wird irgendwie krass gehypt. Fang einen Drachen-Typ-Pokémon, 10 Ultrabälle, 2 goldene Bären, 2 bis 3 Sonderbonbons und du begegnest einem Pokémon. Dann gibt es auch noch ein paar Sachen, wo man wettergeboostete Pokémon fangen muss. Dann gibt es als Belohnung zum Beispiel 1000 Sternstaub bei 10, bei 20 gibt es Vulnona. Da muss ich auch sagen, die erste Belohnung ist besser. Ich will gar nicht Vulnona bekommen. Dann als nächstes Feldforschung, wo man entwickeln muss. Entwickeln Pokémon. Und du begegnest Evoli,
entwickle 5 Feuer-Pokémon, Flamaga und so weiter. Also entwickle Wasser, wahrscheinlich Aquana. Entwickle einen Carpador und du kriegst eine Belohnung. Vorsicht, das müsst ihr euch aufheben, weil wegen Mew, da gibt es auch eine Aufgabe mit entwickle einen Carpador. Dann Feldforschungsaufgaben mit Werfen. Dreimal Nice und Voltoball-Begegnung, naja. Zweimal Nice hintereinander, du kriegst 3 Bananen, naja. Fünfmal Nice, 5 Pokebälle, 3 Bären, 400 Sternstaub und Voltoball. Okay, wahrscheinlich weil Voltoball ein Pokeball ist und das mit dem Werfen Pokebälle, naja. Okay. Zweimal Nice Curveball hintereinander, 400 Sternstaub, 5 Pokebälle, eine Ananas und 3 Bären. Also die rote, rosane, lilane, wie auch immer. Dreimal Great hintereinander. Und du kriegst 5 bis 10 Ultrabälle. Ein Sonderbonbon. Sonderbonbon ist immer wichtig. Und Onix begegnest du. Und einfach nur 3 Great. Ohne hintereinander. 400 Sternstaub. Eine Ananas. 5 Pokebälle. Onix oder Nebulak als Begegnung. Nebulak sehr interessant, weil bei der Mew Spezialforschungsaufgabe gibt es eine Aufgabe, die sagt, fange 10 Geister. Also kann man das auch irgendwie kombinieren. Und so dann die anderen Sachen freischalten. Einmal Excellent werfen, 1000 Sternstaub. Das ist nicht schlecht. Vor allem jeden Tag, wenn man das irgendwie findet, jeden Tag extra 1000. Das sind im Monat 30.000. Und das hier jetzt. Dreimal Excellent hintereinander und du begegnest Lavita. Das ist für viele, glaube ich, sehr interessant, Lavita. Ich habe schon die Liste durchgeschaut. Leider nicht sowas wie Relaxo oder Lapras. Das hätte ich gern gehabt. Aber vielleicht gibt es das dann später bei diesen Stempeldingern, wo dann auch legendär gekommen können. Hoffe ich dann auch auf Lapras, Galaxo, Nocturne, ihr wisst schon, Capoeira, Togetic, die ganzen Sachen, die mir noch fehlen auf 100. Als nächstes Feldforschungsaufgaben, wo man Stops drehen muss. 3 Stops, wo du noch nie warst und du begegnest Ponita, okay. Das ist ein bisschen schwach, die Belohnung dafür. Aber ich brauche noch Ponita 100. Dann gibt es auch irgendwie ein paar andere Sachen, ein paar andere Feldforschungsaufgaben. Zum Beispiel mit Brüten, brüte 3 Eier, entweder begegnest du Magma, 9 Bären oder 1000 EP. 5 und du begegnest Chanera, das wird glaube ich auch ein paar freuen. Einfach brüten, entweder 400 Sternstaub, einmal Owa begegnen, 3 Bären oder 5 Pokebälle. Wahrscheinlich wegen Owa, Eier und Brüten und so, genau wie oben mit Werfen, Pokebälle, Voltoball. Hier, das ist auch sehr interessant. Push 5 Pokémon. Die Aufgabe werde ich niemals erfüllen, die werde ich immer wegschmeißen. Die Belohnung ist auch ziemlich schlecht dafür, also dafür hätte ich mir auf jeden Fall eine bessere Belohnung gewünscht. Dann die ganzen Medaillen, Earn a Silver Kanto Medal, Gold Kanto. Ich weiß nicht, wie das genau abläuft, weil wenn man die schon hat, ob die dann automatisch als erfüllt gilt oder ob man die dann gar nicht mehr bekommen kann. Aber das war's eigentlich erstmal, so alle Feldforschungen. Im Überblick, ein paar echt nette Sachen dabei. Wie gesagt, das mit Tangela und das mit Ponita bzw. Makago kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Und ich finde es auf jeden Fall eine coole Sache. Ich bin schon gespannt. Mal schauen, wie das Ganze so werden wird, die nächsten paar Tage und Wochen. Schreibt unten in die Kommentare eure Meinung, eure Lieblingsfeldforschung, was ihr unbedingt haben wollt und wie schwer ihr die findet. Und ja, das war's. Wir mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Vor allem habe ich heute noch ein paar andere Videos rund um die Quest gemacht, also checkt die auch noch ab und folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon Serious Business.